dass das einreißt hier mit den letzten Worten, die Sendung übernehmen. Machen wir jetzt nicht. Herzlich willkommen zu Hart aber fair. Vielen Dank, dass Sie da sind. Noch. Dankeschön. Noch 6 Tage, dann weiß Herr Schulz auch, ob es geklappt hat, mit seinem Wunsch Kanzler zu werden. Noch 6 Tage, dann wissen wir auch, ob und wie sich die politische Landschaft Deutschlands verändert hat. Wie sich die leidenschaftliche Diskussion des Flüchtlingsthemas im neuen Bundestag abbildet. Bei unserem letzten Bürgercheck zur Wahl fragen wir, was muss sich ändern bei Sicherheit und Zuwanderung? Was wird mit welchem Erfolg für die Integration der Zuwanderer getan? Was für die Sicherheit der Bürger? Ihre Fragen diskutieren wir mit diesen Gästen. Cem Özdemir, die Grünen, Bundesvorsitzender und Spitzenkandidat. Alice Weidel, AfD-Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl. Joachim Herrmann, CSU, bayerischer Innenminister und Spitzenkandidat. Nikolaus Blome, stellvertretender Chefredakteur der Bild-Zeitung. Omid Saleh. Die Eltern des 22-jährigen Studenten kamen vor 30 Jahren aus dem Iran nach Deutschland. Er ist hier geboren, bestens integriert und erlebt jetzt wieder mehr Rassismus im Alltag. Dazu wollte er Antworten von Angela Merkel in der ARD-Wahlarena und heute von den Politikern hier. Gleich ein mit einer Frage zum Familiennachzug bei Flüchtlingen, gestellt von einer Bürgerin aus Duisburg. Ich mache mir Gedanken über die innere Sicherheit in diesem Land, in diesem Zusammenhang auch über die Frage, wie wir mit Migration umgehen, mit Migranten und in diesem Punkt vor allen Dingen mit dem Familiennachzug. Frage an die Politiker. Familiennachzug stärkt auch junge Migranten, vor allen Dingen junge Männer, über die wir sehr viel Negatives hören manchmal. Wie möchten Sie Migration besser regeln, Familiennachzug so regeln, dass auch Familie Stabilität gibt und damit auch die jungen Männer in ein stabiles Familiensystem integriert werden können? Dankeschön. Und die Antworten im Schnell-aber-fair-Prinzip im Minister Herrmann fängt an, 20 Sekunden. Was antworten Sie der Bürgerin? Das Recht auf Familiennachzug haben alle, die nach der Genfer Flüchtlingskonvention anerkannt werden als Flüchtlinge. Es haben die nicht, die nur den subsidiären EU-Schutz haben. Ich bin der Meinung, das sollte so bleiben. Von den Fakten her ist es so, dass nach Bayern im vergangenen Jahr weniger als 3000 Menschen in den Familiennachzug gekommen sind. Und in diesem Jahr sind die Zahlen bislang ähnlich. Es gibt also überhaupt keinen Grund, hier eine Mordsaufregung zu verbreiten. Da diskutieren wir gleich noch drüber. Wir bleiben bei den 20 Sekunden. Frau Weidel, Ihre Antwort. Wir als AfD sind ganz klar positioniert. Wir sind gegen den Familiennachzug, der jetzt auch gewährt wurde, zu 390.000 Syrern. Wenn wir im Durchschnitt mit 4 bis 5 Menschen rechnen, Familienangehörigen, ergibt das allein im Jahr 2018 bis zu 2 Millionen zusätzliche Menschen. Das werden wir nicht schaffen. Das wird unsere Gesellschaft nicht packen. Über die Zahlen wird man noch diskutieren, aber das machen wir nachher. 20 Sekunden ohne Widerspruch, schnell aber fair, Herr Özdemir. Der Faktencheck wird diese Zahlen nicht bestätigen. Es geht ausschließlich um die Kernfamilie, Vater, Mutter oder die Kinder, sonst um niemanden, nicht die Tante, nicht der Onkel. Das ist nicht mit integriert. Und es ist besser für die Integration, wenn ich meine Familie da habe. Wenn ich meine Kinder, meine Ehefrau da habe, integriere ich mich besser. Darum ist es auch gut für Deutschland. Der braucht gar keine 20 Sekunden, Herr Özdemir. Auf den Punkt. Ich möchte noch jemanden vorstellen in der Runde hier. Omar Salif ist hier, er ist in Düsseldorf geboren. Und man kann sagen, ohne Familiennachzug wird es ihn wahrscheinlich gar nicht geben. Sein Vater ist auf dem letzten Drücker aus dem Iran ausgereist, um dem Krieg zu entkommen, der Revolution zu entkommen. Irgendwann konnte dann seine Frau nachziehen, ihre Mutter. Dieses Nachzugsrecht, ist das etwas, was Sie zum Beispiel Flüchtlingen aus Syrien und dem Irak uneingeschränkt zugestehen? Ich finde, das, was Herr Özdemir gesagt hat, ist sehr wichtig, weil ich glaube, dass die Integration besser klappt, wenn die Familie hier ist. Zum Beispiel, ich kann aus meiner eigenen Erfahrung auch berichten, also meine Eltern waren schon integriert, als ich geboren bin, aber zum Beispiel dadurch, dass ich in den Kindergarten gegangen bin oder in die Schule, haben sie noch mal viele neue Kontakte geknüpft, die sie noch mal besser in die Gesellschaft integriert haben. Und deswegen bin ich dafür, also stehe ich auch da, also das ist meine Meinung, dass Leute, die hier Kriegsflüchtlinge sind und anerkannt sind, ihre Familie, also die, den Kern nachholen sollten. Was ist für Sie der Kern? Frau und die Kinder oder
Mann und die Kinder. Das ist für mich der Kern. Bevor wir noch mal zu den Zahlen kommen, Frau Weidel, was glauben Sie, wer integriert sich besser? Ein junger Mann, der allein in Deutschland unterwegs ist, dann aber vielleicht auch mehr Druck spürt, die Sprache zu lernen und sich zu bewegen, oder jemand, der einen Familienverband um sich herum hat? Die Frage ist ja zu stellen, wer sich als Syrer ausgibt. Wir haben ja das Problem. Gestatten Sie mir, dass ich die Fragen so stelle, und Sie können ja Ihre Meinung gleich dazu sagen, aber bleiben Sie doch erstmal bei dieser Frage. So, es geht bleiben Sie doch erstmal bei der Frage. Ich würde es gerne grundsätzlich einmal klären. Hier kann jeder jede Frage stellen, die er will, und jeder kann antworten, was er will. Schön wäre aber, wenn man erstmal die Frage beantwortet, und dann kann man ja immer noch was sagen. Also was glauben Sie, was besser ist? Es geht doch letztendlich um die Identitätsfeststellung. Und da haben wir allein schon das Problem aufgrund der Politik der offenen Grenzen. Genau das wurde uns versprochen, auch vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, dass die Identitätsfeststellung einwandfrei erfolgt. Wir haben sehr viele Flüchtlinge, die sich auch als Syrer ausgegeben haben. Und dort muss eine ganz klare Identitätsfeststellung erst erfolgen, um überhaupt in irgendeiner Form über die nächsten rechtlichen Schritte nachzudenken. Erklären Sie mir noch den Zusammenhang mit der Frage, was glauben Sie, wenn es um Familiennachzug gibt, vorausgesetzt, es ist eine festgestellte Identität. Was ist besser, dass jemand einen Familienverband stützend um sich herum hat, dann aber vielleicht auch in seiner Sprache bleiben kann, oder dass er alleine gezwungen ist, sich in der Gesellschaft zu bewegen? Es ist eine Frage der Quantität. Wir haben darüber schon gesprochen. Dies hier ist ein Beispiel. Ich glaube, dass Ihre Eltern vor dem Khomeini-Regime geflohen sind. Das passt ungefähr von der Zeit, und das unterstützt ja eben auch die Forderung der AfD, dass wenn das Recht und Gesetz auch vollzogen wird, und die Bundesregierung tut ja genau das Gegenteil, ja, dass es da auch zu überhaupt gar keinem Problem führt. Wir haben aber vorangegangene Probleme, die entstanden sind, weil man sich über das deutsche Asylgesetz, über das deutsche Grundgesetz, aber auch über Dublin-III-Abkommen hinweggesetzt hat. Wenn wir in die Zahlen reingehen, Sie haben da bis zu 2 Millionen hochgerechnet. Herr Herrmann, wie sind Ihre Zahlen, wenn es um Familiennachzug geht? Sie haben das ja spezifiziert auf Syrer und Iraker. Über die genannten Zahlen gibt es meines Erachtens überhaupt keine Grundlage. Ich sage noch mal klar, die Rechtslage ist eindeutig. Diejenigen, die nach der Genfer Flüchtlingskonvention anerkannt werden, haben einen nach internationalem Recht Rechtsanspruch auf Familiennachzug. Nun wird das im Einzelfall dann jeweils geprüft. Es ist ja nicht so, dass da jemand jetzt unbesehen reinkommt, sondern die müssen dann einen Antrag stellen bei den deutschen Botschaften, zum Beispiel in Jordanien oder in Syrien, in Libanon, in der Türkei, wo auch immer sich die jeweils aufhalten. Und dann wird das in der jeweiligen deutschen Botschaft genau geprüft. Da wird die Identität nochmal geprüft, dann wird geprüft, ob hier Frau, Kind und so weiter nachreisen können. Ich habe genannt, im vergangenen Jahr sind aus Syrien und dem Irak, und das sind ja die Länder, um die es im Wesentlichen geht, weniger als 3.000 nach Bayern gekommen. Also von Zehntausenden, von Hunderttausenden oder gar Millionen sehe ich da überhaupt keinen Grund. Wenn Sie bei den Zahlen sind, ich finde, wir müssen uns immer um Fakten bemühen, soweit man sie überhaupt recherchieren kann. Wir haben den ganzen Tag recherchiert, was diese Zahlen angeht, und wir haben kurz vor der Sendung vom Auswärtigen Amt eine Prognose bekommen, 2017, also in diesem Jahr, werden 120.000 bis 125.000 im Familiennachzug nach Deutschland kommen. Sie beziehen sich auf Bayern, ich beziehe mich auf das ganze Land. Also höchstens 125.000. Allerdings ab März nächsten Jahres sind 128.000 Syrer und Iraker berechtigt, den Familiennachzug zu beantragen. Die Erfahrungen bisher zeigen, dass im Schnitt eine Person kommt. Frau Weidel, das hat nichts mit Ihren Zahlen zu tun. Das hat die Welt geschrieben, richtig, gestern. Ich halte das, ist das der Schnitt für von 20 völlig Jahren. Also das ist schon eine gesättigte Erfahrung. Also ein Familienangehöriger, die Frage ging ja an mich. Ja, aber ich wollte Ihnen gerade einmal helfen mit einer Zahl. Aber natürlich helfen Sie mir. Die 390.000 stimmt schon, das sind die Zahlen derer, die nachzugsberechtigt sind oder werden ab März 2018. Und dann reden wir über eine Gruppe von knapp 400.000 Leuten. Und gleichzeitig stimmt die Zahl, Frau Weidel, dass über 20 Jahre der Familiennachzug eine Person pro Kopf war. Und dann, finde ich, ist es eine überschaubare Größe, weil das, glaube ich, schafft dann Deutschland schon. Die Zahlen interessieren, glaube ich, die AfD nicht so sehr. Da geht es, glaube ich, ein bisschen mehr darum, Angst zu machen. Nein, also es geht um realistische Zahlen. Das ist ja immer so, die Sache so mit Prognosen und Hochrechnungen. Also man muss da realistisch bleiben, man kann
mit einem Familienangehörigen rechnen. Wir haben jetzt auch gerade die Zahl dann nochmal bestätigt bekommen. Es sind 390, fast 400.000 Menschen, denen der Familiennachzug genehmigt wurde im nächsten Jahr. Und dann können wir das einfach doch mal so machen. Nee. Wir warten mal ab, was nächstes Jahr passiert, ob es ein Familienangehöriger ist oder doch zwei oder doch vielleicht drei oder vier. Sie werden in jedem Fall dasselbe behaupten. Sagen Sie das dann auch? Ja, natürlich. Okay. Mut zur Wahrheit. Herr Özdemir? Wie gesagt, es ist ja so, die kommen nicht alle auf einmal. Die Anträge müssen bearbeitet werden in den Konsulaten, wie Herr Herrmann gesagt hat. Das heißt, da gibt es eine Bearbeitungszeit, es muss ein Visa ausgestellt werden. Das heißt, diese Ängste, dass die auf einen Tag, auf einem Stichtag kommen, die sind einfach völlig unbegründet. Das heißt ja nicht, das gesagt haben, das heißt ja nicht, dass es deshalb einfach ist. Das habe ich nicht behauptet. Integration ist immer was sehr Anstrengendes. Integration heißt, die Leute müssen die Sprache lernen. Integration heißt, die Leute müssen Arbeit haben. Integration heißt, das haben wir alle auch gelernt, die müssen ins Grundgesetz integriert werden. Die kommen oft aus Ländern, wo Mann und Frau nicht gleichberechtigt sind, wo schwule Lesben diskriminiert werden, wo eine altertümliche Sexualmoral herrscht. Also muss man die Leute vorbereiten. Aber darf ich die zu der Vorbereitung eine Frage nicht stellen? Meine Bitte ist wirklich, Monologe vielleicht ein bisschen zu vermeiden. Wenn Sie sagen, müssen integriert werden, müssen zum Beispiel Sprache lernen, werden für nachziehende Ehefrauen zum Beispiel in einer Kultur, wo das nicht selbstverständlich ist, die Gleichbehandlung mit dem Mann, werden zum Beispiel Sprachkurse genauso verpflichtend sein für nachziehende Ehefrauen? Oder wird man sagen, unser Hauptansprechpartner ist der Mann und der Nachzug, das wird sich schon irgendwie richten? Sie wissen, wer die ersten Sprachkurse in Deutschland verbindlich eingeführt hat, die Regierung, der wir angehört haben. Also ich komme aus einer Familie, aus einer Migrantenfamilie. Ich weiß, wie wichtig die Kenntnis der deutschen Sprache ist. Ohne deutsche Sprache können Sie sich nicht zurechtfinden, können Sie beim Elternabend nicht Ihre Kinder unterstützen. Sie können keinen Mieterschutz in Anspruch nehmen. Das ist essentiell. Ohne Sprache keine Integration. Aber es gehört mehr dazu. Es gehört auch Arbeit dazu. Haben Sie meine Frage jetzt schon beantwortet oder habe ich das überhört? Ja, die Sprache muss verbindlich sein, selbstverständlich. Auch für nachziehende Familien. Schauen Sie, ich gehe weiter wie die Große Koalition. Die Große Koalition macht Sprachkurse nur für die mit einer hohen Bleibewahrscheinlichkeit. Es schadet auch den anderen nicht, wenn sie Deutsch lernen. Ich würde für alle, die ins Land kommen, Deutschkurse, gerne verbindlich. Sie alle haben vielleicht heute davon gelesen, in der Süddeutschen Zeitung war heute ein interessanter Artikel, dass bis zur Hälfte der Integrationskurse abgebrochen werden. Das findet oft auch statt, weil Sprachkurse nicht richtig abgeschlossen werden. Darf ich nur eins sagen? Bis jetzt wurden die Sprachkurslehrer zum Teil mit 9 Euro bezahlt. Das hat man jetzt Gott sei Dank endlich geändert mit 35 Euro. Wir haben auch am falschen Ende gespart. Dann steigen die Examensquoten. Gute Lehrer sind zum Teil ausgestiegen. Ich rede ja mit denen sehr oft. Ich schaue mir das auch an. Ich gehe in solche Sprachkurse auch rein. Und ich kann Ihnen nur sagen, ist das nicht ein Reflex, dass, wenn ich Sie frage nach Abbruchquoten, dass Sie dann sagen, es liegt an der Seite der Lehrer, an der schlechten Bezahlung? Was ist denn das habe ich nicht gesagt, sondern ich habe gesagt, das war Ihr erster Reflex darauf. Nein, es gibt alle Untersuchungen zeigen, am Anfang macht man die Fehler bei der Integration. Es ist viel billiger, wenn ich am Anfang die Leute gut integrieren, wie wenn ich sie nachher ein Leben lang alimentieren muss. Also jedenfalls ist klar, es müssen alle, die dann hier kommen dürfen, selbstverständlich Sprachkurse machen, Integrationskurse machen, die müssen für alle stattfinden. Wir bieten übrigens in Bayern jedenfalls Deutschkurse nicht nur für diejenigen mit hoher Bleibewahrscheinlichkeit an, das weiß man nämlich nicht von Anfang an. Und wir sagen, das kann nie was schaden, wenn jemand Deutsch lernt. So auch diejenigen, die wieder gehen müssen, da ist es kein Schade, wenn sie ein bisschen Deutsch gelernt haben in der Zeit, wo sie da sind. Und deshalb muss man das breit ansetzen. Aber klar ist auch, dass wir zum Teil an Kapazitätsgrenzen gestoßen sind. Das gilt, glaube ich, für nahezu alle Länder, weil ja auch nicht unbegrenzt viele Deutschlehrer sozusagen jetzt zur Verfügung stehen. Aber das muss das Ziel sein, das muss von allen eingefordert werden. Ich will nur noch mal klar sagen, wo wir uns unterscheiden, auch von dem, was vorhin gesagt worden ist, als CSU, als Bayerische Staatsregierung, das ist die Position, wir sind dagegen, das Recht auf Familiennachzug, auf die subsidiär Geschützten auszudehnen, wo das nämlich also Syrer nicht vorgesehen ist. Da, wo jemand das Recht hat, sich jetzt hier aufzuhalten, solange der Krieg dauert und wo das EU-Recht ausdrücklich vorsieht, wenn der Bürgerkrieg vorbei ist, muss er in sein Heimatland zurückkehren. Und das sieht auch das EU-Recht nicht vor, dass diejenigen ihren Familien nachziehen. Das war zeitweilig ein Sonderrecht in Deutschland, das es sonst nirgends in der EU gab. Und wir sagen klipp und klar, das lehnen wir ab und das soll auch nicht wieder eingeführt werden. Und Sie wollen es ja auch verlängern, das Aussetzen des Nachzugsrechts. Herr Özdemir, gehen Sie das mit?
in der künftigen Koalition. Danke, dass Sie für uns Koalitionsgespräche führen. Verliert Bayern, die CSU in Bayern die absolute Mehrheit? Aber vielleicht könnte er nach Berlin und dann. Ja, aber vielleicht wird er dafür von den Kirchen unterstützt, die da bei meiner Position sind. Oder umgekehrt, ich bin bei der Position der Kirchen, nämlich dass ich glaube, dass die Familie was Besonderes ist und dass es gut ist, wenn wir die Familie schützen. Das gilt auch für diejenigen, die zu uns ins Land kommen. Die werden besser integriert, wenn die Frau da ist, wenn die Kinder da sind. Ich finde schon, man sollte. Wenn wir das einmal schaffen würden, diese Sendung, würde ich echt ein bisschen zuversichtlich herausgehen. Zu unterscheiden in den verschiedenen Gruppen. Es gibt Leute, die beantragen Asyl, weil sie wirklich individuell verfolgt sind. Und die genießen aus gutem Recht ewigen Schutz in Deutschland. Und dann gibt es Kriegsflüchtlinge, die kommen und haben Anspruch auf Schutz vor Krieg und Verfolgung. Aber sollten vielleicht möglichst ihr Land eines Tages hoffentlich wieder besuchen bzw. zurückkehren können. Wie das Bosnien zum können. Beispiel getan. Ja, und es gibt Zuwanderung in den Arbeitsmarkt und Jobs. Und das ist nochmal, wenn man die drei Gruppen auseinanderhalten könnte, dann könnte keiner am Tisch, ich schaue auch niemanden an, Frau Weidel, könnte keiner am Tisch diese Gruppen durcheinandermengen und zu einer riesengroßen Gruppe aufblasen. Denn einzeln sind die Gruppen gar nicht so groß. Und man könnte sie sehr gezielt unterschiedlich behandeln, so wie es ihr Schutzstatus bzw. ihr Recht und Anspruch auf Leben hier und ihr dauerhaftes Leben hier dann ausmachen. Und das fehlt, glaube ich. Und darum finde ich es auch nicht so verwerflich, dass wenn Herr Herrmann sagt, jemand, der vor Krieg geflohen ist und hier verdammt nochmal Recht auf Schutz in einem reichen Land hat, eines Tages aber bitte auch wieder zurückgehen soll, um das Land hoffentlich wieder aufbauen zu können. Ja, aber genau deshalb... Darf ich mal kurz Herr Salih fragen? Wäre das eine Alternative gewesen für Ihre Eltern, zum Beispiel früher zurückzugehen in den Iran? Das weiß ich nicht, weil mein Vater hat ja ein Aufenthaltsrecht gehabt, ein legales. Er hat es bei der Botschaft beantragt in Teheran, ist dann hierhin zum Studium gekommen. Und er wollte auch damals zurückgehen. Und dann hat er halt ein Arbeitsangebot bekommen, was er damals als seinen Traumjob bezeichnet hat, und ist dann hier geblieben. Und ich glaube, diese Entscheidung bereut er auch nicht. Und dann ist er ganz legal eingewandert. Auch nicht. Aber ich finde, generell sollte man trotzdem Leuten die Chance geben, wenn sie sich hier integrieren und wenn sie Arbeit haben und die Sprache in ein, zwei Jahren lernen, weil ich weiß auch selber, dass Deutsch ist, das ist schon eine ziemlich schwere Sprache zum Lernen, sollte man denn doch irgendwo die Chance geben, hier zu bleiben, wenn sie zum Beispiel in der Pflege arbeiten oder als Koch, wo Lehrstellen da sind und wo wir vom Volk her die Lehrstellen nicht besetzen können. Werden wir gleich noch mal drüber reden. Stichwort Einwanderungsgesetz, haben wir eine Zuschauerfrage. Frau Weidel. Ja. Ich würde gerne darauf antworten, das noch ausdifferenzieren. Die AfD ist ja gerade die Partei, die genau das nicht ineinander mengt. Denn wir wollen eine ganz klare Unterscheidung zwischen Asyl und Einwanderung, weshalb wir auch ein Einwanderungsgesetz fordern nach kanadischem Vorbild. So. Und dann eben auch Asyl gewähren den wirklich Schutzbedürftigen. Wir haben ja auch als erste Partei mitgesagt, ein Asylantrag muss auch aus Flüchtlingslagern in Anrainerstaaten, beispielsweise damals auch in Jordanien wäre das möglich gewesen, hätte man Asylanträge stellen müssen. Und wir fordern das eben auch in unserem flüchtlings- und entwicklungspolitischen Konzept, dass man vor Ort in sogenannten Transitzonen, in Flüchtlingslagern, in Asylzentren, kurzfristig, aber auch langfristig in Schutzzentren, in heimatnahen Regionen einen Asylantrag stellen können muss unter Vorlage gültiger Papiere. Das geht gar nicht anders, weil wir sagen ganz klar, diese Bewegung, die dort in Gang gesetzt wurde, ist zutiefst inhuman. Wir haben das die letzten Jahre gesehen. Warum schicken wir Menschen oder schaffen die Anreize, Menschen auf eine lebensgefährliche Überreise so zu schicken oder auch über einen Landweg, ja, durch völlig verfehlte Anreize, auch dadurch, dass Deutschland zuerst Dublin III auch gebrochen hat. Ja, denn zu uns kommen ja dann die Menschen, die sich dann auch gerade die Schlepper leisten können. Diejenigen, die sich das gar nicht leisten können, die Frauen, die Kinder und die Älteren, die Schwachen, die kommen doch gar nicht mehr an. Und für die müssen wir genau die Möglichkeiten schaffen. Ich habe Ihnen aufmerksam zugehört. Das hat die Alternative für Deutschland. Das haben wir gerade in unserem Konzept auch. Ich habe Ihnen aufmerksam zugehört. Was unterscheidet die Alternative von Deutschland da von den Grünen und von der CSU? Das kann ich Ihnen sagen. Es ist der Zynismus im Kleingedruckten. Also die Vorstellung, jemand läuft vor einem folternden Regime davon. Und sie sagen, aber bring bitte deinen Pass mit. Also du gehst zum Einwohnermeldeamt, du holst deinen Pass und dann kommst du mit dem Pass schön und fragst um Asyl. Das stimmt doch gar nicht. Sie sagten gerade, jemand, der keinen Pass hat, kann kein Asyl beantragen, laut Ihrem Konzept. Nein, aber eins darf man vielleicht zunächst mal klarstellen.
Das ist ja soweit alles ganz interessant. Nur das hat die Bundesregierung jetzt ja gerade ins Auge gefasst, dass genau in Afrika solche Asylzentren geschaffen werden sollen. Darf ich gerade mal fragen, wem Sie da ein Auge gekniept haben? Also das würde mich jetzt mal interessieren. Also haben Sie gerade einen Punkt gemacht, oder? Nein, überhaupt nicht. Habe ich noch nie erlebt, dass hier jemand so ein Auge blickt. Ich bin einfach nett, ich bin freundlich zu jedem, Herr Schlassberg. Ich warte die ganze Zeit drauf. Also es ist jedenfalls das Konzept der jetzigen Bundesregierung, gerade in Afrika, jetzt solche Zentren zu schaffen, dass in der Tat schon in mittleren Afrika jemand die Chance hat, einen Asylantrag zu stellen, das dort geprüft wird. Und wenn der angenommen wird, dann kann er nach Europa reisen. Das soll ein gemeinsames Konzept der EU ja auch werden. Und wenn er nicht anerkannt wird, dann braucht er sich in der Tat gar nicht auf den Weg zu machen. Also das ist jetzt nun wirklich keine neue Idee, sondern... Ja, jahrelang Zeit, das umzusetzen, Herr Herrmann. Genau. Und ich bin... Ja, ist einfach ich so. Ich bin aber vor allen Dingen auch sicher, dass wir das schaffen und dass die EU das schafft ohne ihre Mitwirkung. Und hitzige... Das wird auch gut sein. Klar ist... Wähler entscheiden. Ja, schon, aber ich sage jedenfalls, es ist ja richtig, das soweit vorher zu prüfen. Klar ist aber nochmal, Entschuldigung, in der Tat, wenn eine Fluchtursache vorbei ist und dann muss man wieder zurückkehren. Und ich will nochmal unterstreichen, was Sie ja auch gerade gesagt haben. Wir haben das während des Bürgerkriegs in Jugoslawien auch erlebt. Es sind nach den aktuellen statistischen Daten rund 2/3, 70% derer, die während des jugoslawischen Bürgerkriegs damals verständlicherweise vor diesem Krieg geflohen sind, nach Österreich, nach Deutschland, da war das ja auch räumlich naheliegend, sind nach Ende des Krieges wieder zurückgekehrt in ihre Heimat. Ob Kroatien, ob Serbien, ob Bosnien. Und genau das ist auch der Sinn eines solchen Fluchtrechts. Und das, denke ich, dabei sollten wir auch bleiben und sagen, in der Tat, während eines solchen Krieges muss man den Menschen helfen, am besten in den naheliegenden Ländern, wie zum Beispiel im Moment jetzt, ob das die Türkei ist oder Jordanien. Und danach müssen die Menschen, und wollen sie auch, ich war schon in Flüchtlingslagern in Jordanien und im Libanon, die meisten sagen danach, sie wollen wieder in ihre Heimat. Das ist nichts Erzwungenes, sondern die meisten haben das Ziel, dass irgendwann wieder Frieden ist in ihrer Heimat. Danke bis hierhin. Eine hitzige Diskussion, wer darf rein? Aber genauso leidenschaftlich wird bei uns auch darüber diskutiert, wer muss wieder raus? Und darf man das eigentlich überhaupt abschieben, zum Beispiel in ein Land wie Afghanistan? Besonders interessant wird die Diskussion dann, wenn sich bei den Abgeschobenen sich um Schwerstkriminelle handelt. Gelandet in Afghanistan, der dortigen Polizei übergeben. 8 Afghanen, abgeschoben per Charterflug aus Düsseldorf am vergangenen Dienstag. Alle 8 Personen sind wegen erheblicher Straftaten verurteilt worden. Darunter räuberischer Diebstahl, gefährliche Körperverletzung, schwerer sexueller Missbrauch von Kindern, Vergewaltigung. Und dennoch, ca. 180 Menschen demonstrierten im Terminal des Düsseldorfer Flughafens gegen die Abschiebung. Und auch die beiden großen kirchlichen Hilfswerke kritisieren die Aktion wegen der schlechten Sicherheitslage in Afghanistan. Wir halten daher auch weiterhin an einem Abschiebestopp fest, um zu verhindern, dass die Menschen in das voraussehbare Unglück geführt werden. Auch wenn es sich bei den Abgeschobenen um Straftäter handelte, dürfen diese Menschen nicht aus wahltaktischen Gründen einer Gefahr für Leib und Leben ausgesetzt werden. Das ist auch mit unserem Verständnis eines Rechtsstaats, in dem auch Täter einen Anspruch auf Schutz haben, nicht vereinbar. Herr Özdemir, die Caritas, die Diakonie, auch Pro Asyl, das sind alles Organisationen, die oft an ihrer Seite streiten, auch bei Demonstrationen. Finden Sie das richtig, gegen eine solche Abschiebung, Sie haben eben die Liste der Straftaten gesehen, zu demonstrieren? Also wer vergewaltigt hat oder ein anderes schlimmes Delikt ausgeübt hat, muss im Regelfall abgeschoben werden, wenn abgeschoben werden kann. Und wenn nicht abgeschoben werden kann, dann gehören sie eingesperrt, hier eingesperrt. Und eingesperrt heißt ja nicht, dass sie nicht zu einem späteren Zeitpunkt abgeschoben werden können, wenn die Möglichkeit besteht dazu, weil die Lage sich im Land verändert hat. Also das hängt immer davon ab, wie die Lage in dem jeweiligen Land ist. Konkret Afghanistan? Wenn dort Gefahr für Leib oder Leben besteht, das sagen uns die Hilfsorganisationen dort, dann kann man das nicht machen, dann muss man es eben zu einem späteren
späteren Zeitpunkt machen, entweder während der Haftzeit oder nach Verbüßen der Haftzeit. Ich finde ja eins ganz spannend. Mein Eindruck ist, Herr de Maizière macht es ja jetzt kurz vor der Wahl. Herr Seehofer hat ja angekündigt, dass Herr Herrmann künftig Innenminister sein soll bei der CDU/CSU. Mein Eindruck ist, dass dieser Flug mit sage und schreibe 8 Leuten für 300.000 Euro kurz vor der Bundestagswahl vielleicht auch so ein bisschen eine Maßnahme ist. Im CDU/CSU-internen Ranking, wer jetzt der bessere künftige oder gegenwärtige Innenminister ist. Also, ob das jetzt die Sicherheit wirklich erhöht, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber klar ist, wer vergewaltigt hat, wer sich so verhält, gehört bestraft. Ich stelle ja mal die Frage, werden die in Afghanistan jetzt alle bestraft oder sind die auf freiem Fuß? Ich finde, wer so eine Tat verübt hat, muss sichergestellt werden, dass er hinter Gittern kommt. Herr Herrmann, darf ich darauf antworten? Lassen Sie ihm eine Vorteil, gerne. Herr Sein. Ich würde gerne darauf antworten, und zwar sehe ich das ganz anders. Ich finde, Leute, die hier hinkommen als Flüchtlinge und den Schutz suchen und dann sowas machen, die gehören für mich abgeschoben. Da hält sich auch mein Mitleid in Grenzen, weil sie nutzen diesen Schutz aus, um Straftaten zu begehen und unser Ansehen von Deutschen mit Migrationshintergrund in den Dreck zu ziehen. Und das finde ich in meinen Augen überhaupt nicht richtig. Und daher verstehe ich auch nicht, wenn Leute dagegen demonstrieren. Die werden für mich abgeschoben. Fühlen Sie sich mithaftbar gemacht, wenn Sie in der Öffentlichkeit auftauchen? Sie haben einen dunklen Ton, Sie haben dunkle, schwarze Haare. Wie reagieren Menschen auf Sie, die in letzter Zeit auch durch solche Aktionen immer häufiger Flüchtlinge im Zusammenhang mit Kriminalität hören? Das Problem ist, ich hatte das Gefühl schon irgendwie immer, also Rassismus gibt's überall. Das ist nicht nur in Deutschland, das gibt's überall und das gab's schon immer und das bekommt man niemals weg. Aber ich finde, in den letzten Jahren hat es stark zugenommen. Einmal durch die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung, die in meinen Augen auch ein bisschen chaotisch war. In meinen Augen hatte man auch ein bisschen so die Kontrolle verloren. Aber dann auch durch eine Partei wie die AfD, die eine Rhetorik benutzt, die Leute dazu heiß macht, ihre Probleme auf Ausländer zu schieben. Und ich finde, ja, das hat zugenommen. Weil können Sie mal ein Beispiel nennen? Das habe ich schon mal gebracht, aber Leute haben es mir nicht geglaubt, aber es stimmt wirklich. Ich stand an der Bushaltestelle in München, ich kann Ihnen sogar die Bushaltestelle sagen, es war der Arabella Park. Und dann kam ein Mann neben mich, der hat sich so neben mich gestellt und hat auf mein Handy geguckt und ich bin weggegangen. Und dann tippt er mich an und sagt, bist du ein Terrorist oder bist du ein Mörder? Und mir ist die Kinnlade runtergefallen. Dann meinte er, welcher Terrorzelle gehörst du an? Und sowas ist halt völlig absurd und das ist genau mein Problem, weil die Leute können nicht differenzieren. Ist das jetzt ist der ein Flüchtling? Ist der gerade erst gekommen? Ist der hier geboren? Das können die Leute nicht differenzieren und das ist, was mich so stört. Was verlangen Sie denn von den Leuten, dass sie es können? Nehmen Sie es jemandem übel, der vielleicht eine Täterbeschreibung gehört hat über einen U-Bahn-Attentäter in London? Am nächsten Morgen trifft er sie in der Straßenbahn. So, und natürlich ist es absurd, das ist das richtige Wort, natürlich unverständlich, aber nicht auch ein Stück nachvollziehbar? Es ist Ihr Pech? Es ist das Pech, aber ich finde dieses Pauschalisieren von Leuten, das ist in meinen Augen nicht richtig, weil man pauschalisiert. Ist es sein Pech, weil der das Gehirn ausschaltet? Nein, das war ja eine Frage, die offenbar Menschen stellen. Und es ist tatsächlich eine Reaktion, die, wenn man drüber nachdenkt, völlig gaga ist. Aber reden Sie mal mit Menschen, wenn ich an meine Mutter denke, die dann sagt, ich kann es nicht mehr genau unterscheiden. Und dann fällt es mir manchmal schwer, dagegen zu halten. Und das ist genau das Problem. Und ich glaube, wenn man einfach, also in meinen Augen hat es auch das damit zu tun, dass die Leute, die sowas machen, die fühlen sich abgehängt in diesem Land. Die haben das Gefühl, die Politik macht nichts mehr für die. Die in Berlin, die sitzen in ihrem goldenen Palast und machen nichts für uns. Und ich glaube, wenn die Leute, also die Politik endlich mal wieder anfängt, diese Sorgen ernst zu nehmen mit der Rente, mit der Pflege, dann, glaube ich, bildet sich dieser Hass auch ab. Weil das ist, glaube ich, so ein Frust, den man loslässt und nicht weiß, wohin. Und das lässt Sie man dann der auch. Sündenbock. Also, genau. Doch, Pech, was haben Sie eigentlich dem Mann im Anzug gesagt? Na, das will ich nicht wiederholen. Sie haben sich gewehrt. Ich habe mich gewehrt, aber was mich dann doch schockiert hat, es standen schon ziemlich viele Leute da und keiner hat was gesagt. Also, und es war ziemlich laut von ihm auch. In einem Nebensatz haben Sie auch, die Politik, wenn man das immer so pauschal sagt, ermahnt, genauer hinzuhören, auf die Sorgen zu achten, damit auch so eine Sündenbock-Theorie nicht mehr funktionieren kann. Sie haben aber auch die AfD und persönlich erwähnt. Können Sie das präzisieren? Meinen Sie jetzt mit der AfD oder mit der Politik? Mit der AfD. Es ist halt eine Rhetorik in Ihrer Partei,
nicht von Ihnen, aber von einigen Parteimitgliedern, die aufhetzen, die Hass schüren, die Leute dazu aufbringen, ich weiß es nicht, weil die Leute pauschalisieren, komplett. Da wird nicht unterschieden, da wird nicht gesagt. Ich weiß, viele Leute sagen, ja, die AfD ist auch für Leute mit Migrationshintergrund. Aber meine Frage an Sie wäre auch mal, was wollen Sie eigentlich tun, damit Leute wie ich mich nicht ausgegrenzt fühlen aus der Gesellschaft? Das würde ich mal gerne von Ihnen wissen. Das ist eine sehr nachvollziehbare Frage, weil ich mich sehr gut auch, wir hatten uns ja auch vorhin schon unterhalten, weil mir das ja auch wichtig war, auch Sie zu verstehen. Es ist eine sehr gute Frage, denn ich fürchte mich im Übrigen auch persönlich vor der Spaltung der Gesellschaft. Und darum haben wir als Partei auch ganz klar thematisiert, dass hier wieder Recht und Gesetz eingeführt wird. Ja? Dass sich auch die zukünftige Bundesregierung hoffentlich endlich mal an die Rechtsordnung hält, weil wir beobachten das auch ganz klar. Sie jetzt im konkreten Fall, Sie sitzen jetzt ja auch hier, Sie sind ja Opfer einer komplett verkorksten Wahrnehmung, die resultiert aus einer verkorksten Flüchtlingspolitik, die sich über Recht und Gesetz hinwegsetzt. Wir haben offene Grenzen, die nicht differenziert. Frau Weidel, wir haben keinen Überblick darüber, dass auch nicht Terroristen und Kriminelle sich darunter mischen. Das haben Sie in Ihrem Eingangsstatement genannt. Aber das ist offenbar die Botschaft, die Sie implementieren wollen. Er wurde genau danach gefragt. Ja. Und genau das ist das Problem, Herr Plasberg. Seine Frage war, und ich bin der Anwalt jedem, hier auch jeden die Bürgers, dessen Frage nicht beantwortet wird. Es ging da auch um die Sprache. Ich werde Ihnen jetzt nicht. Dann bitte konkreter. Um welche Sprache denn? Ich gebe Ihnen ein konkretes Wenn Beispiel. Ihr Spitzenkandidat sagt, ein Mitglied der Bundesregierung türkische Herkunft soll den Anatolien entsorgt werden, glauben Sie, das trägt dazu bei, dass diese Gesellschaft friedwertiger wird, dass wir vernünftig miteinander umgehen? Was hat denn Herr Gabriel gesagt im Jahr 2012? Darf ich ein anderes Beispiel? Was hat denn er genau das gleiche Wort genutzt? Herr Plasberg, erlauben Sie mir eine Bemerkung. Herr Blom ist dran, da sind Sie dann, Herr. Beispiel. Ja. Es gibt ja, wie eine neue Statistik aus Bayern ja sagt, 126 Fälle von Tatverdächtigen, Zuwanderern, die Tatverdächtige der Vergewaltigung sind. Und Herr Meuthen sagte heute, also Ihr Mitparteichef, sagte heute, da sieht man mal, wie Deutschland 2017 jetzt aussieht. Und wenn das keine Pauschalisierung ist von 126 Fällen auf ganz Deutschland, dann weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr genau, was Pauschalisierung ist. Das kann ich Ihnen sagen. Ja. Lassen Sie sie antworten, genau. Gebot der Fairness, dann sind Sie dran, Herr Hammer. Wir sehen auf Grundlage der polizeilichen Kriminalstatistik allein schon im letzten Jahr eine Geschwindigkeitszunahme der Gewaltspirale innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, die sich überhaupt nicht von der Hand weisen lässt. Wir haben ein Problem mit Gewaltkriminalität, die uns durch die Decke geht. Und das spüren die Bürger. Das spüren die Bürger und sie haben Angst. Herr Blome, Herr Weidel, Frau Weidel, Herr Blome, Herrmann, darf ich ganz kurz, wenn Sie sagen, durch die Decke geht, ich würde die Zahlen gerne nennen. Wir haben uns auch da noch mal Mühe gegeben, es ist eigentlich selbstverständlich, die Zahlen zusammenzutragen. Und die widerlegen Sie nicht komplett in den Zahlen, die Sie sonst auch immer nennen. Ja. Ob das durch die Decke gehen ist, können unsere Zuschauer beurteilen. Die Kriminalität von Zuwanderern ist im vergangenen Jahr deutlich angestiegen, gerade bei schweren Straftaten. Bei Mord gab es 97% mehr tatverdächtige Zuwanderer. Bei Gruppenvergewaltigungen stieg die Zahl der tatverdächtigen Zuwanderer um 133%. Wenn man alle Gewaltdelikte zusammenzählt, stieg die Zahl der tatverdächtigen Zuwanderer um 89%. Übrigens, 45% der tatverdächtigen Zuwanderer übten ihre Gewalttat gegen andere Zuwanderer aus. Herr Hammann, wie gehen Sie mit diesen Zahlen um? Es ist so, wie da dargestellt, und deshalb gehen wir sehr offen damit um, weil das ist wichtig, dass das auch diskutiert wird. Ich will darauf hinweisen, dass wir in der Gesamtzahl der Kriminalität in Bayern jedenfalls rückläufige Zahlen haben. Also es ist nicht so, dass Deutschland insgesamt immer krimineller wird, jedenfalls Bayern nicht. Wir haben auch im ersten Halbjahr 2017 eine Gesamtzahl weniger Straftaten. Können wir mal pauschal sagen, dass Bayern einfach ein Spitzenland ist in vielen Disziplinen? Ja? Ja. Pauschal. Aber mein Lieblingsbundesland.
Ich habe keinen Anlass, Ihnen zu widersprechen, lieber Herr Blasberg. Aber mir liegt natürlich besonders am Herzen in der Tat, dass wir das mit Abstand sicherste Bundesland sind mit der niedrigsten Kriminalität. Weil auch das ist richtig. Dafür tun. Und darüber reden wir jetzt ja gerade. Also wir müssen das beim Namen nennen. Wir müssen da gezielt dagegen vorgehen. Das ist so, wie es gerade dargestellt worden ist. Aber da gibt es, und das, da war man nämlich vorhin eigentlich, bevor Sie dann da weitergesprungen sind. Ich wollte schon noch mal was zu dem Thema, weil das damit zusammenhängt, sagen. Wie ist das dann mit der Abschiebung von Straftätern? Und da sage ich eben in der Tat klipp und klar, ja, wer hier derartige Straftaten begeht, der muss auch abgeschoben werden. Und lieber Herr Özdemir, was Sie da gerade erzählt haben, vorhin war natürlich insofern völlig daneben. Es hat der Bundestag zunächst die Bundesregierung beauftragt, nochmal die Lage in Afghanistan zu prüfen. Dann gab es einen Bericht an den Bundestag, zu sagen, ja, es ist da in Teilen schwierig, aber auf jeden Fall, und das ist ein klarer Beschluss des Bundestages, nämlich dass Straftäter und Gefährder und solche, die sich weigern, ihre Identifizierung zu ermöglichen, dass die weiter abgeschoben werden sollen. Das ist von einem Mehrheitsbeschluss des Bundestages so gebilligt. Und daraufhin hat jetzt in der Tat der Bundesinnenminister einen weiteren Abschiebeflug organisiert. Wir haben von Bayern aus 3 solche Straftäter da in der Tat auch nach Düsseldorf gebracht. Und ich sage nachdrücklich in der Tat, es waren 2 Vergewaltiger und einer wegen gefährlicher Körperverletzung. Und ich sage in klaren Widerspruch zu dem, was da vorhin gezeigt worden ist. Ja, ich finde das nicht unerträglich, hier in einer solchen Situation diese Leute zurückzuschicken, wie das leider zum Beispiel auch die grüne Integrationsministerin von Rheinland-Pfalz gesagt hat, sondern ich finde es unerträglich, und da bin ich hier mit Ihnen einer Meinung, ich finde es unerträglich, dass jemand in unser Land kommt, hier Zuflucht beantragt und dann Frauen vergewaltigt in unserem Land. Das ist unerträglich. Ja. Und deshalb müssen solche Leute in der Tat in ihre Heimat zurückgehen. Ja, also das finde ich jetzt wirklich sehr ärgerlich, dass Sie da einen Gegensatz aufmachen. Ich glaube, das findet jeder unerträglich, ja, jeder normale Mensch. Sie haben am Schluss rumgeeiert. Nein, das habe ich nicht gesagt. Wird er jetzt zurückgeschickt nach Afghanistan oder nicht? Das ist auch sonst nicht Ihr Niveau. Wir haben so einerseits, andererseits. Herrmann, das ist auch sonst, glaube ich, nicht Ihr Niveau. Jeder findet das unerträglich. Und ich habe gerade noch mal gesagt, die sollen abgeschoben werden. Wenn sie abgeschoben werden können, da hat auch niemand was dagegen. Das machen wir übrigens genauso. Aber jetzt sage ich mal was anderes. Entschuldigung, hör es mir, ich nur verstehen. Ganz kurz. Nein, also war das jetzt richtig, was letzten Dienstag passiert ist oder nicht? Wenn man also abschieben kann, ja. Ich habe die Information von humanitären Organisationen, von internationalen Organisationen, die sagen, dass man nach Afghanistan gegenwärtig nicht abschieben kann. Sie haben den Fall Sie haben das eigentlich für falsch gehalten, oder was? Sie haben den Fall in Nürnberg von dem Jugendlichen in der Ausbildung, den Sie abschieben wollen. Der konnte nicht abgeschoben werden, weil dort eine Bombe hochgegangen ist. Das sind doch Ihre Informationen. Sie haben doch das Problem genauso, wie es in Afghanistan gerade zugeht. Das saugt man doch nicht von den Fingern. Schauen Sie doch die Nachrichten an, was da gerade passiert. Es gab einen Tag, wo diese Bombe vor der deutschen Botschaft hochgegangen ist, so hat man das ausgesetzt. Und jetzt hat der Bundestag beschlossen, Straftäter ist okay. So, Sie haben im Bundestag, glaube ich, nicht dafür gestimmt. So, und jetzt will ich klar wissen, war das jetzt am letzten Dienstag okay, dass diese Straftäter nach Kabul geschickt worden sind oder nicht? Ich sage, wenn jetzt man abschieben kann, soll man abschieben. Wenn man nicht abschieben kann, weil unsere Mitarbeiter der deutschen Botschaft sagen, führen Sie das jetzt noch sicher. Herr Hammann, es beginnt mich ein bisschen zu langweilen. Halten wir fest, Sie wollen, ich sage Ihnen warum, Sie wollen die Frage nicht beantworten, weil Sie diese salvatorische Klausel, wenn man abschieben kann. Die Deutschen konnten nicht mal abschieben, weil sie in der Lage waren, ein Flugzeug zu engagieren, Beamte reinzusetzen. Also Deutschland konnte. Worauf bezieht sich das kann? Also ist die Lage in Afghanistan so, dass Sie diese... Die Lage ist so, dass unsere Mitarbeiter der deutschen Botschaft also sich nicht sicher fühlen, zum Flughafen zu gehen. Okay. Ich durfte den deutschen Bundespräsidenten als Außenminister nach Afghanistan mal einmal begleiten. Da sollten wir vom bestbewachten Flughafen der Welt zum bestbewachten Staatspräsidentenpalast fahren. Die Fahrt musste kurzfristig abgesagt werden, weil in der bestbewachten Stadt der Welt diese kurze Strecke mit gepanzerten Fahrzeugen nicht möglich war. Man musste umsteigen auf Hubschrauber. Jetzt frage ich Sie, also ist das für Sie ein sicheres Land? Das ist es doch nicht. Also ich will, dass es sicher ist und damit man abschieben können. Da habe ich doch gar keinen Widerspruch zu Ihnen. Ich möchte es abkürzen. Also ich verstehe Sie so, dass Sie sagen, zum jetzigen Zeitpunkt, wo Sie auf einen Hubschrauber umsteigen mussten, ist das Ausfliegen von Verbrechern nicht richtig. Und wenn es möglich ist, bin ich der Erste, der es macht. Und in den Ländern, in denen wir mitregieren, schieben wir nicht weniger ab wie in Bayern. Jetzt ist es nicht richtig.
Das sagen internationale Organisationen. Was sagen Sie das denn? Sagen unsere Leute vor Ort. Schauen Sie, Sie leben nicht in Afghanistan, ich auch nicht. Aber die Mitarbeiter der deutschen Botschaft sind dort und halten für uns alle hier den Kopf hin, in einem Land, wo es ein bisschen unbequemer ist, wie hier gerade in so einer netten Talkshow. Diese Leute sagen, sie können nicht mal zum Flughafen gehen, weil ihre Sicherheit gefährdet. Sie haben mich gerade beleidigt. So. Das ist keine nette Talkshow. Ich glaube im Moment auch gerade nicht für Sie. Aber netter als jedenfalls als das, was gerade doch los ist. Wir reden jetzt echt sehr lange über 8 Fälle, über die ich finde, man nicht so lange diskutieren müssen. Müsste diese 8, die in dem Flugzeug saßen, in dem weitgehend sonst leeren Flugzeug. Ich glaube, es war die Große Koalition, namentlich glaube ich, der Innenminister von der CDU, der die Sache und die Kanzlerin auch, der vor einem Jahr zu einer nationalen Kraftanstrengung aufrief, mehr abzuschieben. Die Zahlen sind runtergegangen. Und jetzt noch wesentlich mehr Flugzeuge mit 8 Leuten drin, wird das auch nicht großartig ändern. Darf ich das präzisieren? Die Zahlen sind um 10% runtergegangen. Richtig. Tatsächlich im Vergleich zum Jahr 2015. Ich finde, das ist deutlich schwieriger 2016, zu erklären, auch für den Kollegen zu meiner Rechten, deutlich schwieriger zu erklären, warum man in Länder, wo es jetzt keinen Krieg gibt, wo die Botschaften nicht so gesichert werden müssen wie in Afghanistan, warum man trotzdem nicht dazu kommt, die dorthin zurückzuschieben, weil man nicht dazu kommt, sie zu sicheren Herkunftsländern zu erklären. Und da geht es über nordafrikanische Länder. Die Grünen-Partei hat sich, glaube ich, über die Landesregierung lange geweigert, den Westbalkan, zum Teil sind das EU-Beitrittskandidaten, zu sicheren Herkunftsländern zu erklären. Wir haben das mitbeschlossen. Ja, aber nachdem sie es 2 Jahre aufgehalten haben. Und da ging es um Serbien. Das ist EU-Beitrittskandidat schon. Und man konnte nicht zurückschieben, weil es, wie gesagt, verhindert wurde. Ich glaube, da geht es um mehr Leute. Das würde, soll man sagen, vielleicht auch den Teilen der Bevölkerung, die ganz große Angst haben, aus welchen Gründen noch immer, hast du mehr sagen, Sicherheit zurückgeben. Klar. Also, Moment, Herr Özdemir ist kurz dran, damit ich dran und unsere Zuschauer vor allem. Darf ich noch mal die Zahlen reinschmeißen, damit unsere Zuschauer das wissen. Bis Juli 2017 sind 14.140 Abschiebungen durchgeführt worden. 2016 im selben Zeitraum waren es 15.756, also im Vergleich zum Vorjahr stand 31. Juli ein Minus von 10% und das als Antwort auf die nationale Kraft. Anstrengung, Herr Özdemir. Das, was Herr Blome gerade gesagt hat mit den sicheren Herkunftsstaaten, das führt dazu, dass im BAMF der Antrag 10 Minuten kürzer beantragt wird. Jeder, auch mit sicheren Herkunftsstaaten, Herr Herrmann wird es sicherlich als Jurist bestätigen, hat nach wie vor ein individuelles Anrecht auf Asyl. Das wird ja dadurch nicht aufgehoben. Im westlichen Balkan sind die Zahlen runtergegangen, da haben Sie völlig recht, zu Recht übrigens. Warum? Weil sich rumgesprochen hat, dass du in Deutschland keine Chance hast, Aufnahme zu bekommen. Wenn wir das in Nordafrika genauso schaffen, werden die Zahlen runtergehen. Übrigens, das wird Ihr Faktencheck bestätigen, sie sind ja bereits deutlich runtergegangen. Ich will die Leute, die hier straffällig sind aus Nordafrika, da bin ich ganz bei Ihnen, außer Land schaffen. Wie schafft man sie außer Land, indem wir Rücknahmeabkommen machen, indem wir die Länder dazu bringen, dass sie ihre Leute zurücknehmen, ihre Ausweispapiere ausstellen. Das machen wir, indem der Innenminister, den ich nicht stelle, der seit 2005 von CDU und CSU in Berlin gestellt wird, Rücknahmeabkommen verhandelt mit den Ländern, um die es da geht. Und dann gehen die Leute raus und ich bin der Erste, der das begrüßt. Aber Sie haben es gerade selbst gesagt, wenn Sie die Länder zu sicheren Herkunftsstaaten erklären, so wie das auf dem Westbalkan geschehen ist, dann spricht sich dort in diesen Ländern in Nordafrika herum, dass es die Rechenquote oder Akzeptanzquote quasi von Asylanträgen dann auf null. Das spricht sich rum, dass sie hier keine Aufnahme finden. Dass sie das geht Asyl am besten. Werden. Und das drückt die Fälle. Und das heißt, wir haben wesentlich weniger Menschen, die kommen würden. Ich würde gerne noch weitergehen, Frau Weidel. Sie haben das Schlusswort zu diesem Kapitel. Nutzen Sie es in Kürze. In Kürze. Es kann wirklich nicht sein, dass die Bundesrepublik Deutschland zum sicheren Hafen von Straftätern, Vergewaltigern wird. Im Übrigen, Herr Özdemir, im Bundesrat blockieren Sie wird es ja nicht, wie Sie gerade gehört haben, weiterhin auch beispielsweise die Maghreb-Staaten zu sicheren Herkunftsstaaten mit zu erklären. Wir wissen noch, was Silvester in Köln passiert sind, was da auch die Tätergruppen gewesen sind. Das waren Marokkaner, Tunesier. Das ist da, wo auch deutsche Urlauber auch Urlaub machen, teilweise auch die Asylanten. So, und es kann nicht sein, dass wir zum sicheren Touristenhafen von Straftätern werden, auch nicht von Afghanen. Vergewaltiger, Straftäter müssen konsequent abgeschoben werden. Jedenfalls, eines will ich noch, Herr Blasberg, Zahlen ein bisschen zurechtrücken, weil Sie reden nur von den Abgeschobenen. Wir haben in
Bayern jedenfalls in diesem Jahr schon über 10.000 wieder in ihre Heimat zurückbefördert. Weil sie spitze sind, davon, wie wurden, schon gesagt haben. Davon wurden 2.000 förmlich abgeschoben. Vor Bayern. Und über 8.000 sind gegangen, weil sie den Bescheid bekommen haben und nicht darauf gewartet haben, dass die Polizei vor Bayern hat. Der grüne Herr Kretschmann ist besser als Sie mit der Abschiebequote. Das machen wir im Faktencheck. Und ich sage, bei uns nehmen selbst Asylbewerber einen Bescheid ernster, wenn er von Bayern die kommt. Die beiden Südländer sind da vorbildlich. Es sind über 10.000 aus Bayern heimgeschoben worden. Darf ich als Berliner vorsichtig noch was sagen? Nee, als Berliner Quotiert, sagen Sie jetzt mal nichts mehr. Jetzt ist es sogar Berlin. Frau Büscher, bitte helfen Sie mir. Herr Plasberg, sehr gerne. Was sagen unsere Zuschauer? Ja, unsere, Herr Blome, nichts für ungut. Unsere Bürger haben natürlich Fragen im Bürgercheck, die diskutiert er ja auch ab. Aber sie haben auch eine Meinung und ich finde es ganz interessant, dass sie versuchen, für sich Werte zu entwickeln. Wie können wir die Fragen, die da anstehen, eigentlich entscheiden? Und in puncto Familiennachwuchs, wer darf denn da rein? Gibt du meinst Nachwuchs oder Nachzug? Nachzug. Das eine hat ja mit dem anderen könnte manchmal was passieren, zu tun. Wenn erst der Nachzug, dann der Nachwuchs. Haben wir das auch biologisch geklärt. Ich komme zu einem wichtigen Wert und das Grundgesetz, und das hat uns Stefan Hegger getwittert. Er hat geschrieben, Artikel 6 des Grundgesetzes, Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung. Da steht nicht Deutsche. Also für ihn ist das scheinbar eine klare Sache. Familiennachzug auf jeden Fall wichtig. Ja, wie ist die Stimmung in den sozialen Medien bei uns heute, wenn es um dieses Thema Familiennachzug geht? Und Frank Schulze hat eine Beobachtung gemacht bei Facebook und schreibt, wenn man hier 99% aller Kommentare anschaut, besteht die Gesellschaft ja scheinbar nur aus Egoisten, die anderen nicht die Butter aufs Brot gönnen, während man selbst im Luxus schwelgt. Und Stefanie Damböck schreibt auch bei Facebook, ich würde euch gerne mal sehen, wenn euer Bruder von der Granate getötet wird, eure Mutter im Haus verbrennt, Kinder vor Hunger weinen. Erst wenn man sowas erlebt hat, sollte man beurteilen, ob man seine Familie bei sich braucht oder nicht. Vielleicht ist es aber doch keine gute Idee. Vielleicht zeigt das auch ein Blick auf Integrationserfolge in Deutschland. Und unser Zuschauer Gail van See schreibt bei Facebook, wieso sollte die Integration funktionieren, wenn die Familien nachziehen? Im Gegenteil, dass es dann mit der Integration überhaupt nicht klappt, sieht man doch an Stadtteilen wie zum Beispiel Duisburg-Marxloh. Da bleiben Clans und Kulturen unter sich. Dankeschön, Brigitte, für diesen Überblick. Vielen Dank. Und wir bleiben beim Thema unserer nächste Bürgerfrage dazu, Integration von Flüchtlingen. Dazu eine gleich ganz grundsätzliche Frage eines Zuschauers. Tenor, warum eigentlich bei Flüchtlingen überhaupt integrieren? Marcel Scherer aus Neustadt an der Weinstraße hat uns geschrieben. Andere Staaten, auch in Europa, stellen nur das Dach überm Kopf sowie Kleidung, Verpflegung und medizinische Notversorgung. Somit ist auch bei denen das Existenzminimum gesichert. Seine Frage an die Politiker. Warum soll man Flüchtlinge und Asylberechtigte teuer mit Sprachkursen, Schule und so weiter versuchen zu integrieren, wenn nach gewisser Zeit der Flucht- oder Asylgrund nicht mehr vorhanden ist und es deshalb doch völlig legitim ist, all diese wieder in ihr Heimatland abzuschieben. Schnell aber fair beginnt mit Frau Weidel von der AfD. Also grundsätzlich sagen wir mehr Sachleistung statt Geldleistung. Aber wir haben auch bei wirklich Schutzbedürftigen die Aufgabe, sie auszubilden. Ja, in der Sprache, in Kompetenzen und in Fertigkeiten. Das ist auch ein wichtiger entwicklungspolitischer Beitrag, wenn diese Menschen wieder in ihre Heimatländer zurückgehen müssen. Danke, Herr Özdemir. Sie sind dran. 20 Sekunden. Warum überhaupt integrieren? Herr Blome hat die Rechtslage erklärt. Asylbewerber dürfen bleiben. Bürgerkriegsflüchtlinge, wenn die Situation sich ändert, müssen zurückgehen. Das war auch der Fall im ehemaligen Jugoslawien. Ich bin mir sicher, das wird, wenn der Krieg hoffentlich in Syrien zu Ende ist, dort auch der Fall sein. Aber es macht Sinn, die Leute die Zeit gut zu nutzen. Sprache, Arbeit und auch die Integration in unsere Fassung. Alles drei brauchen. Herr Hamann, Sie machen den Sack zu. Wer nicht bleiben darf, muss schnell zurückgeführt werden. Aber wer auch nur vielleicht für 3 Jahre bleiben darf, der sollte in der Zeit vernünftig integriert werden, weil wir wissen in der Regel nicht genau, wie lange zum Beispiel so ein Bürgerkrieg noch dauert. Das haben wir auch in Jugoslawien nicht gewusst. Und wir sehen, das Khomeini-Regime regiert immer noch im Iran. Und deshalb ist es klug, solange die Leute da sind, sie auch vernünftig in unsere Gesellschaft zu integrieren. Dankeschön. Herr Saleh, was hätten Sie gesagt? Ich hätte das gesagt, was ich auch am Anfang, glaube ich, gesagt habe, dass man den Leuten, die hier sich wirklich integriert haben, die Chance geben sollte, doch irgendwie einen Antrag zu stellen auf ein Aufenthaltsrecht. Und vor allem die Leute, die in den Berufen fehlen, in den Berufen sind, wo wir viel zu wenige Leute haben. Ich finde, das ist ein Anreiz, sich noch mal zu integrieren
und noch besser zu integrieren. Da Integration funktioniert nur durch Familie, Arbeit, Freunde und Sprache. Und Sprache, da sind wir wieder bei der Sprache. Ich habe ja fast Einigkeit, also unter einem ganz groben... Ja, ich hätte eine Frage noch, Frau Weidel. Würden Sie jetzt jedes Kind, ganz egal welchen Schutzstatus die Eltern haben, in die Schule schicken in Deutschland? Wir haben die Pflicht, die Menschen auszubilden, wenn sie einen Schutzstatus haben. Ja, auch die von denen man weiß, klar, dass sie... Also schon alle Kinder sollen in die Schule gehen, auch von Menschen, von denen man weiß, dass sie... Die Frage stellt in absehbarer sich doch gar Zeit, die naja, die haben, sie, wirft ihre Partei schon auf, ob man... Dann lesen Sie bitte das Wahlprogramm. Dann müssen Sie es lesen und auch verstehen. Ein Fall für den Faktencheck morgen so ab Mittag, weil da werden wir uns noch mal durchwühlen. Ich kann es im Moment auch nicht sagen, ich habe es nicht ganz auswendig gelernt. Aber eins ist vielleicht schon noch auch wichtig, wo wir, es ist ganz am Anfang schon mal angesprochen worden, schon auch den Fakten in die Augen sehen müssen. Wir haben allein von denen, die anerkannt worden sind, also jetzt im Moment bleiben dürfen, im Moment 600.000 in Deutschland, die von Sozialhilfe leben. Wir versuchen, die zu integrieren, aber sie haben keinen Job. Und deshalb, es gibt den einen oder anderen, der hochqualifiziert ist und wo wir versuchen können, den in der Tat auch in einen guten Arbeitsplatz zu bringen. Aber wir müssen die Realität wahrnehmen, dass das nicht der typische Flüchtling ist, dass die Mehrheit der Flüchtlinge nicht zu den hochgesuchten Facharbeitern und so weiter gehören, sondern dass wir von denen, die schon anerkannt worden sind, weil sie einen Fluchtgrund haben, 600.000 im Moment in Deutschland von der Sozialhilfe leben, weil sie eben noch nicht den richtigen Job gefunden haben, inklusive Familienangehörigen und dergleichen. Und deshalb muss man schon auch sehen, deshalb sage ich klar, wir müssen sehen, dass das, was in den letzten Jahren gekommen ist, in der Summe einfach zu viel war und dass wir deshalb einfach auch eine Begrenzung des Flüchtlingszuzugs brauchen, weil uns das in dieser Größenordnung, in der Gesamtheit, in der Integrationsfähigkeit unseres Landes sonst überfordert. Aber Merkel sagt genau das Gegenteil, Herr Herrmann. Du willst doch gar nicht begrenzen. Herr Herrmann, als Ihr Kollege Herr Friedrich Innenminister war, in der Bundesregierung und Italien damals vor Lampedusa diese Flüchtlingskatastrophen mit dem untergehenden Schiff hatte. Da hat sich Italien an Deutschland gewandt, an die anderen EU-Staaten und gesagt, wir schaffen das nicht alleine, lasst uns da eine europäische Lösung machen. Die Antwort, die es vom deutschen Innenminister damals gab, von der CSU, italienisches Problem, kein europäisches Problem. Wären wir heute nicht weiter, wenn Deutschland auch schon frühzeitig drauf gesetzt hätte, dass das Flüchtlingsproblem national nicht zu bewältigen ist, dass wir da europäische Solidarität brauchen. Ich glaube ja, und ein zweiter Punkt, wäre es nicht noch besser, wenn wir als gesamte Europäische Union unsere Kräfte vor allem auch darauf konzentrieren würden, die Fluchtursachen zu bekämpfen, dafür zu sorgen, dass Menschen erst gar nicht kommen müssen, also dafür zu sorgen, dass es gerechter zugeht, dass wir zum Beispiel keine Waffen nach Saudi-Arabien liefern, wo der Jemen gerade dem Erdboden gleich gemacht wird. Das wird auch was total ändern. Interessantes Thema, haben wir eine ganze Sendung drüber gemacht, ich glaube vor 3 Wochen, zum Thema Außenpolitik. Lassen Sie uns noch zu einem Lösungsansatz kommen. Ich habe es versprochen am Anfang der Sendung. Was kann man denn eigentlich tun? Und alle von Ihnen haben eigentlich dieses Thema schon auch gestreift. Lassen Sie uns noch zum Schluss drüber reden, was diese Bürgerin sagt. Danach schnell aber fair, wir fangen mit Herrn Özdemir an. Sandra Christ aus Schorndorf bei Stuttgart hat uns geschrieben, sobald es Menschen möglich ist, legal nach Deutschland einzuwandern, werden sich viele Probleme von selbst erledigen. Ich meine, dass Deutschland ein Einwanderungsgesetz braucht. So können wir uns selbst aussuchen, wen wir möchten und brauchen. Ihre Frage an die Politiker. Weshalb hat Deutschland als faktisches Einwanderungsland nicht schon längst ein Einwanderungsgesetz? Herr Özdemir, 20 Sekunden. Frau Christ, Sie haben recht, das ist so. Also auf Hochdeutsch, Frau Christ hat völlig recht. Wir brauchen ein Einwanderungsgesetz für die, die im Asyl eigentlich nichts verloren haben. Wir haben als erstes den Einwanderungsgesetzentwurf im Bundestag eingebracht. Und ich will die nächste Bundesregierung dazu bringen, wenn wir da angehören, dass wir genau so einen Gesetzentwurf, wie es Frau Christ zu Recht gefordert hat, endlich beschließen. Herr Herrmann, 20 Sekunden. Wir haben ein Gesetz, das heißt nicht Einwanderungsgesetz, sondern Aufenthaltsgesetz, in dem steht aber heute genau drin, unter welchen Bedingungen jemand aus Indien zum Beispiel in eine deutsche Firma kommen kann oder eine Arbeitsgenehmigung bekommt, wenn er aus Mexiko stammt. Das steht da alles genau drin, unter welchen Bedingungen jemand zum Studium nach Deutschland kommen kann und dergleichen. Aber klar ist auch, von den 600.000, von denen ich gerade gesprochen habe, da irrt Frau Christ, deren Problem werde ich nicht dadurch lösen, dass ich meine, wenn ich ein Einwanderungsgesetz schaffe, dann gäbe es die nicht mehr. Nein,
so ist es eben nicht. Mhm. Frau Weidel. Ja, man sieht eigentlich an der gesamten Debatte das Politikversagen meiner Vorredner. Denn Deutschland ist schon lange zu einem Auswanderungsland hochqualifizierter und zu einem Einwanderungsland gering und nicht qualifizierter geworden. Und das liegt auch daran, an den Anreizen, die diese Politik setzt. Die Inder wollen nicht mehr zu uns. Ja, das haben wir ja gesehen. Und darum müssen wir die Anreize schaffen durch ein vernünftiges Einwanderungsgesetz und eine vernünftige Steuer- und Abgabenpolitik. Frau Weidel, wenn ein Inder internetfähig ist und Wahlplakate der AfD in Teilen sieht, glauben Sie, dass das eine Aufforderung ist, für Inder zu kommen? Nochmal bitte? Pardon. Glauben Sie, dass wenn ein Inder internetfähig ist, und das sind die Spezialisten, und der Teil Ihrer Wahlkampagne sieht, dass er dann sagt, oh ja, das ist ein Land, da möchte ich sofort hin, leisten Sie Warum einen Beitrag nicht? Dazu? Warum nicht? Klar, also Sie werden sich wundern. Also ich bin ja auch sehr viel mit Chinesen in Kontakt. Schon, ja. Sie sprechen Sie Mandarin. Sich einfach, ich habe es mal recht gut gesprochen. Ich habe es jetzt einfach auch ein bisschen verlernt, weil ich hier auch in Deutschland Politik mache. Aber Sie müssen sich einfach auch mit Indern, mit hochqualifizierten Indern unterhalten und auch mit Chinesen. Die finden Deutschland überhaupt gar kein attraktives Einwanderungsland mehr. Erstens, weil sich die Sicherheitslage so dramatisch verschlechtert hat und aufgrund der unattraktiven Steuern und Abgabenpolitik. Wir haben ein strukturiertes Sie unser Land nicht so nicht. Schlecht, Frau Weidel. Ja, Deutschland ist ein großartiges Land. Wir bauen enorm auch im PISA-Test eben ab, so bei einem Leistungsniveau. Und es ist einfach, ganz es ist glaub, einfach die Strategie so. Der AfD Nein, es ist wir ganz Deutschland klar. So wir schlecht, sind, dass keiner mehr wir sind will. Nicht attraktiv. Und das zeigen eben auch die statistischen Werte zum Ausbildungsniveau der Einwanderer und Auswanderer. Sagen Sie hätten sich damit schon lange beschäftigt. Brauchen wir denn so restriktive Gesetze, wie Sie sie fordern, wenn wir nicht mehr attraktiv sind? Dann erledigt sich das doch eigentlich von selbst. Ernste Frage, Herr Salih. Aber wir müssen doch haben eine Frage nach Rahmen vor Ihrem Hintergrund, finden Sie, dass Deutschland das Recht hat, in einem sozusagen Einwanderungsgesetz, wie es die Kanadier zum Beispiel haben, genau sich auszusuchen und zu sagen, wir wollen die und die wollen wir nicht? Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich frage mich das schon seit vielen Jahren, warum wir das nicht haben. Und ich frage mich, warum muss erst so eine Krise kommen und warum muss erst eine Partei wie die AfD kommen, dass Parteien oder die Regierungsparteien das erst ins Wahlprogramm aufnehmen. Das verstehe ich halt nicht. Also wir brauchen Herr Herrmann, darf ich Ihnen eine Frage stellen, nur damit ich es verstehe. Haben Sie eine Allergie oder ist es der bayerische Dialekt, der das Wort Einwanderungsgesetz nicht aussprechen kann? Denn im Bayernplan sprechen Sie von einem, Achtung, Fachkräftezuwanderungsgesetz. Und im Vorgespräch haben Sie von einem Zuwanderungssteuerungs- und Begrenzungsgesetz gesprochen. Liegt da eine sprachliche Anomalie vor oder geht es um Inhalt? Wieso? Das ist doch ein schöner Begriff. Auf jeden Nein, Fall. Das ist kein schöner Begriff. Fachkräftezuwanderungsgesetz ist kein... Doch, in der Tat, es geht in der Tat darum, dass wir denjenigen, das ist ja nichts anderes, als gerade gesagt worden ist. Dann wir müssen die qualifizierten Leute, die wir brauchen können, für die müssen wir die Einreise eher erleichtern. Das heißt aber eben auf der anderen Seite gleichzeitig auch, dass wir die Zuwanderung von Leuten, die wir nicht brauchen können und die auch keinen echten Asylgrund haben, dass wir deren Zugang in der Tat klar begrenzen. Aber warum das eine ist so wichtig wie das andere. Warum nicht schon längst früher? Herr Blome, warum erst jetzt? Warum nicht darf ich mit Ihnen mal nicht ins Glas gucken, sondern in die Glaskugel? Wenn wir tatsächlich eine schwarz-gelb-grüne Regierung bekommen sollten, um das Wort Jamaika zu vermeiden. Nicht, nee. Aber wäre das eine Koalition, die endlich ein Einwanderungsgesetz zustande bringen und Sie werden könnte? Noch, glauben Sie mir, Sie werden zwischen Fachkräftezuwanderungsauswahl-Sondergesetz und Einwanderungsgesetz noch ein drittes Wort finden, was dann auch passt. Und Deutschland ist ein Einwanderungsland und gleichzeitig sollte man dem Rest des Planeten klar machen, dass abgesehen von Asyl und Schutz vor Krieg es keinen Anspruch gibt, sich den Platz, auf dem man leben will, auf dem Planeten auszusuchen. Das mag hart klingen, aber ich glaube, das sagen ganz normale Länder, große Demokratien wie Australien, wie Kanada, ganz selbstbewusst. Und das, glaube ich, kann in einem deutschen Einwanderungsgesetz auch stehen. Und Frau Weidel, bevor Sie anfangen zu kichern, das Asylgesetz... Nee, ich kichere gar nicht. Ich finde das ziemlich heftig, was Sie sagen. Das Asylrecht würde ich dabei nicht abschaffen, denn das ist heilig. Das steht im Grundgesetz. Nächste Woche Montag werden wir die Zahlen für einen neuen Bundestag haben. Schlussrunde in einem Satz. Auch an die Politiker in einem Satz, bitte. Wie groß wird am Ende der Einfluss der Flüchtlingszuwanderung auf diese Wahl sein? Wie groß schätzen Sie den Einfluss aufs Wahlergebnis? Das Thema, was wir heute besprochen haben. Herr Herrmann.
Das ist sicherlich von Wähler zu Wähler unterschiedlich. Wir meinen, das ist für die Zukunft Deutschlands wichtig, dass wir die Zuwanderung begrenzen und gleichzeitig in der Tat natürlich die Chancen Deutschlands voranbringen. Wir wollen das qualifizierte Zuwanderung, ich sage es nochmal, aber geht das, was nicht wir um die in den letzten Jahren erlebt haben, darf sich nicht wiederholen. Einschätzung haben, ja, für die Wahl entscheidend halten Sie das Thema, Herr Sali. Sehr, und man sieht es in den Zahlen, wenn die AfD zwischen 10% und 15% schwankt. 15 haben wir jetzt noch nicht gehört. Also 12, aber dann. Es wird so sein, dass wenn da wir, ist es, glaube ich, ein sehr wenn großes wir in Thema. Japan leben würden, da müsste sich mancher Meinungsforscher schon eine Pistole in den Schreibtisch legen, weil es wird Verlierer geben, auch unter den Prognostikern. Herr Blome, für wie wahlentscheidend halten Sie das? Ich denke, dass das Thema wesentlich größer ist, als man ursprünglich gedacht hat. Ich fand diesen Wahlkampf überhaupt nicht langweilig. Und das hing auch mit dem Flüchtlingsthema zusammen. Frau Weidel? Ist ein sehr großes Thema, gibt einen sehr großen Ausschlag und vor allen Dingen auch die Konsequenzen für die innere Sicherheit, was eben auch ein Hauptthema ist. Herr Özdemir? Es spielt eine wichtige Rolle. Wie stark, das wird man am Wahlabend sehen. Deshalb ist es wichtig, dass wir die Flüchtlinge gut integrieren, dass wir dafür sorgen, dass wir ein Einwanderungsgesetz haben für die, die nicht bei Asyl richtig sind, gleichzeitig uns um die Kriminellen kümmern. Ich ärgere mich drüber, an Anis Amri läuft frei in Deutschland rum. Okay, in allen Fällen Sie erinnern sich denen nicht ausgeschaltet. An guten Gebrauch einer Schlussrunde, da brauchen wir ja einfach nicht nochmal das ganze Programm. Vielen Dank, Karim Yospar wird dankbar sein, denn ich kann jetzt schon Sie fragen, was Sie in den Tagesthemen machen. Prima. Wir beschäftigen uns mit einem anderen Wahlkampfthema heute, und zwar mit einem, das viele Politiker gar nicht gern haben. Doch dann sprach hier im Ersten ein junger Pflegeschüler die Kanzlerin auf den Pflegenotstand in Deutschland an. Und jetzt müssen die Parteien Antworten geben, und die schauen wir uns genauer an. Das gleich in den Tagesthemen mit Karim Yospar. Vielen Dank. Danke auch Ihnen für die aufmerksame Begleitung der Sendung. Herr Özdemir mal mit, mal ohne Brille. Frau Weidel immer mit Brille. Herr Blome ohne. Sie auch. Herzlichen Dank, Herr Herrmann. Vielen Dank. Gruß nach Bayern. Top-Bundesländer. Faktencheck haben wir versprochen, kommt. Und nächste Woche haben wir einen neuen Bundestag. Und wir sehen uns wieder abends am Montag. Tschüss.